Hallo ihr Lieben, auch ich habe einen kleinen Beitrag für euch auf unserer Homepage vom HSV. Ich hoffe, wir bleiben alle gesund und ihr seid alle gesund. Wir machen einfach ein bisschen Sport. Leider darf ich euch meine obligatorische Musik nicht mit einfügen. Aber ihr wisst ja alle, was ihr zu Hause anmachen müsst, damit es funktioniert mit mir. Bis dann und viel Spaß. Wir gehen auf der Stelle. Jetzt nehmt ihr Knie und Ellbogen vorne über Kreuz zusammen auf Höhe des Bauchnabels ungefähr. Und ihr geht wieder am Platz. Jetzt versuchen die rechte Hand und die linke Ferse vorn über Kreuz und wechseln in der Diagonale bei einem schönen zügigen Tempo. Und es geht los. Marschieren wieder auf der Stelle. Das gleiche gilt jetzt hinterm Rücken. Rechte Hand, linke Ferse, linke Hand, rechte Ferse. Zügiges Tempo und los. Und am Platz. Immer eine nette Erwärmung für alles das, was ihr sonst nachher mit mir auch noch macht. Ich werde noch ein paar Videos einstellen. Da kann dieses immer vorweg passieren, wenn ihr so viel Lust und so viel Zeit habt. Die Arme gehen rauf. Das Knie geht zum Bauch und die Ellbogen gleichzeitig tief. Und ihr wechselt das Bein und auch da passiert das Gleiche. Und zügig. Und an der Stelle gehen.
Gleiche geht auch nach hinten. Ihr öffnet die Beine etwas. Und die Arme sind oben, Ferse zum Po, Ellbogen tief und auch für die andere Seite. Jawohl. Und es geht los. Eins. Und ihr geht wieder an der Stelle. Nehmt schön die Arme mit. Es geht in den V-Schritt. Wir starten mit dem rechten Bein. Nach vorne öffnen, nach hinten wieder schließen. Nach vorne öffnen, nach hinten wieder schließen. Und es geht los. Jetzt nehmen wir den Arm mit. Und wieder am Platz marschieren. Mit dem ersten Sahne-Mix von Udo Jürgens geht das viel besser. Das wisst ihr. Macht ihn euch einfach nebenbei an. Dann denken wir aneinander. Das gleiche mit der anderen Seite. Linke Fuß zuerst. Öffnen und nach hinten schließen. Öffnen, nach hinten schließen. Und los. Dazu. Und am Platz. Bisschen Ausdauer, bisschen durchhalten. Die nächste Bewegung ist seitwärts, seit ran, seit Tipp, jeweils nach rechts und nach links. Und seit ran, seit Tipp, seit ran, seit Tipp, seit ran, seit Tipp. Ihr dürft die Bewegung gerne auch größer machen. Ich laufe sonst aus der Kamera. Ihr dürft aber die Arme auch gerne vor und zurück mitnehmen. Dann dürft ihr die Arme auch in großen Kreisen mitnehmen, in die Bewegungsrichtung.
Ihr marschiert am Platz. Werdet etwas schneller. Und noch ein wenig schneller, bis ihr ins Traben kommt. Und dann versucht mal circa eine Minute auf der Stelle zu joggen oder zügig zu walken. Wenn ihr Platz habt, lauft auch durchs Wohnzimmer, ist ja kein Problem. Schön durchhalten, atmen. Tut ein bisschen was für euren Kreislauf. Vergesst das Lächeln nicht. Dann kommen die kleinen Hüpfer vor. Von der Seite sieht es dann ungefähr so aus. Jeder das, was er kann. Dann joggt ihr wieder ein bisschen. Oder geht zügig. Ich kann den griechischen Wein schon hören. Alle, die dienstags und mittwochs bei mir in der Gruppe sind, wissen, was ich meine. Der griechische Wein. Quer, seit, rück, seit. Vor, rück und das Ganze mit einem ordentlichen Tempo. Bewegt schön die Hüfte mit, schön locker. Dann wieder auf den Platz, ein bisschen joggen, ihr geht euch langsam aus, trinkt etwas und dann sehen wir uns vielleicht gleich in meinem nächsten Video wieder. Hm?